Hi, ich bin Alexandra. Bei mir läuft Swiss Pro Map und ich gebe Ihnen ein paar Tipps zur Bedienung und zur Einrichtung dieser App. Swiss Pro Map ist bei mir auf einem iPhone installiert. Keine Sorge, wenn Sie ein Android-Gerät besitzen, die Bedienung ist die gleiche. Unten auf dem Bildschirm sehen Sie ein paar Knöpfe. Das sind Aktionen, die Sie auf Ihrer Karte schnell zur Hand haben wollen. Sie möchten zum Beispiel Informationen wie Flurname, Höhe oder Koordinate anzeigen. Dann tippen Sie auf dem Knopf mit dem Fadenkreuz. Dann wird angezeigt, was sich in der Bildschirmmitte befindet. Zusätzlich sind dort noch die Koordinaten in einem anderen Format, der Maßstab und bei Swiss-Topo-Karten das Kartenblatt zu sehen. Verschiebe ich die Karte, werden die Informationen nachgeführt. Sie sehen also immer, was sich in der Mitte Ihres Bildschirms gerade befindet. Diese Mitte ist darum immer mit einem kleinen Fadenkreuz markiert. Die Ansicht mit den Informationen lässt sich minimieren, so dass nur noch die Koordinaten und die Höhe angezeigt werden. Die Koordinaten lassen sich kopieren und können dann in einer beliebigen anderen App verwendet werden. Auf dem Knopf sehen Sie eine Zahl. Diese Zahl zeigt die aktuelle Höhe in der Kartenmitte an, auch wenn Sie das Informationsfenster sich nicht anzeigen lassen wollen. Der Knopf mit der Lupe öffnet selbstverständlich die Suche. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen man suchen kann. Wenn ich nach Adressen suchen möchte, ist es von Vorteil, dies beim ersten Mal wieder zu Hause im WLAN zu tun, denn die ganzen Adressen müssen aufs Smartphone geladen werden. Danach ist die Suche überall auch offline möglich. Werden die POIs angezeigt, kann ich zum Beispiel nach Trinkwasser in der Nähe der Kartenmitte suchen. Das ist bei längeren Wanderungen und bei kleinen Trinkflaschen ziemlich hilfreich. Die App bietet aber noch viel mehr nützliche Funktionen und Aktionen, die Sie vielleicht als Knöpfe schnell zur Hand haben wollen. Gehen Sie dazu ins Menü unter Erfassen, Messen, Suchen und setzen Sie überall dort ein Häkchen, worauf Sie einen schnellen Zugriff haben wollen. So können Sie ganz einfach einen Ort markieren und speichern. Oder grob eine Strecke oder Fläche messen. Eine Strecke messen ist übrigens ganz einfach. Zeichnen Sie dazu die Strecke mit dem Finger auf die Karte. Wenn Sie eine geschlossene Linie zeichnen, wird der Flächeninhalt angezeigt. Wenn Sie beim Zeichnen die Karte verschieben müssen, können Sie das mit zwei Fingern tun. Probieren Sie es einfach aus. Draußen bei schlechten Wetterbedingungen ist es manchmal mühsam, ein Smartphone zu bedienen. Der Button Bedienung einschränken reduziert die Benutzeroberfläche und erlaubt ausschließlich das Verschieben der Karte. Im Menü unter Einstellungen kann man sich die App weiterhin so einrichten, wie es für einen selber am praktischsten ist. Probieren Sie es aus, Sie können eigentlich nichts falsch machen.